Er kommt aus dem Ausland, aus Great Britain, aus Großbritannien. Er heißt Opus und das Ganze war mal Europa. Jetzt ist es ja nicht mehr. Der Patrick Nüsken wird uns ein bisschen was erklären, denn die Engländer haben das Camping zwar nicht erfunden, aber die campen, glaube ich, schon länger wie die Deutschen, habe ich das Gefühl. Denn da ist viel los, viele Lösungen. Patrick, du bist 1,90 Meter groß. Ja. Dieses Raumwunder, das werden wir gleich mal sehen, sieht total unscheinbar aus. Obendrauf kannst du jede Menge E-Bikes packen. Das ist ein, kann man sagen, ein Dreizimmer- oder Vierzimmer-Küche-Bad? Das kann man fast sagen, ja. Also man kann mit Erweiterung von dem Vorzelt tatsächlich 10 Schlafplätze generieren. 10? 10. In dem hier, wo du drauf gesessen hast? Ja, also in dem tatsächlich in diesem Fahrzeug 6. Und dann gibt es noch ein Vorzelt, wo man 2x2 noch unterbringt. Also 6 gehen jetzt so wie hier? Ja. So, und das werden wir gleich mal zeigen. Hier haben wir Klavierband der übelsten Güte. Guck mal, wie stark alles gemacht. Ist der gut gebaut? Ja, der ist extrem stabil gebaut, wiegt dadurch allerdings auch so circa 800 Kilo Leergewicht. Man kann ihn in 50 Kilo Steps ab 900 Kilo bis 1500 Kilo bestellen. Das kann man machen, wie man möchte. Es gibt verschiedene Farben. Es gibt hier dieses schöne Grün, es gibt ein Grau, es gibt ein Orange und ein Blau. Ansonsten beinhaltet er eigentlich alles, was Zeltfreunde lieben. Also man ist hier allerdings weg vom Boden, was viele stört beim Zelten. Ist aber geil, ich finde es geil. Ja, manche... Keine Ameisen, keine Ratten. Genau, genau. Und keine Feuchtigkeit. Und die Campingplatzbetreiber lieben es, weil man einfach den Boden nicht kaputt macht. Das ist der große Vorteil. Und er läuft natürlich super hinter jedem Fahrzeug, insbesondere E-Fahrzeugen, weil er quasi gar keinen Windwiderstand bietet. Ja, die Fahrräder noch oben drauf, oder? Ja, wenn man die noch hat, ja, klar. Man kann Kanus, Kajaks, Subs, Bikes. Wie kommen die Fahrräder da drauf? Gibt es Haltung? Ganz normalen Thule-Träger. Kann man, ja, je nachdem, wie schwer. Aber wo? Wo wird der festgemacht? Ja, der wird, klemmt sich hier ein und auf der anderen Seite. Das ist wie so eine Dachreling am Auto. Und dann kann man die verschiedenen Trägersysteme montieren. Also Grundträger ist alles Thule. Das habe ich nicht verstanden. Wie klemmt er sich ein? Schiebt man den hier rein in die? Nein. Der hat ja so Klauen, ne? wie an den Autodächern. Und die klemmen. Ach, der ganz normale. Das hier simuliert ein Autodach. Ja, genau. Jetzt, ach, der. Du meinst dieser Radträger, der oben aufs Dach kommt? Genau. Und den kannst du direkt hier, weil das hier ist quasi für den Thule ein Autodach. Richtig. Genau. Genau die Breite vom Autodach. Ja, ja. Also es gibt ja verschiedene Schienenbreiten, das gibt es ja auch für die Autos. Aber hier kann man unendlich raufpacken. Also man kann im Prinzip. Sorry, dass ich nicht gar nicht gerallt habe, wie der drauf geht. Weil ich dachte jetzt gerade, es wäre der für die Kupplung. Ich habe es irgendwie vertan. Nein, es gibt keine Kupplung für hinten drauf, oder? Nein. Die man nein. Nochmal, weil das habe ich gesehen, Anhänger bei Tabat oder sowas war das oder bei Knaus, da gab es eine Kupplung an der Kupplung. Ja. Also nicht um noch einen dran zu hängen, sondern um den Fahrradträger. Ja, ja. Nee, das gibt's hier nicht. Das kommt alles rauf. Also man kann auch die Trägersysteme natürlich oben drauf lassen, wenn man aufklappt. Nur die Räder oder das, was an Sportgeräten sonst oben drauf ist, muss man natürlich abnehmen. Aber das ist schnell gemacht. Es ist auch noch eine Höhe, an die man gut rankommt. Es gibt ja mittlerweile auch so Slide-Out-Systeme von Thule, wo man sich leichter tut. Die kann ich abschließen, Schlösschen drauf machen. Ja, ja, einen ungebetenen Besuch draußen lassen. Ne? Ich glaube, ich ganz wichtig, wenn da auch was drin ist, was du dann verstauen kannst, kannst du zuschließen. Wir werden einiges sehen. Gasdruckfedern sind mit dabei. Was ist das hier? Das ist der Wasseranschluss. Also wir haben vorne zwei Tanks, ein Frischwasser, ein Abwasser. Und der ist kombiniert mit einem elektrischen Anschluss. Das heißt, wenn ich in den Wasserhahn anmache, geht hier die Pumpe an und fördert das Wasser aus dem Tank. Das hier ist übrigens, liebe Leute, wenn ihr allein gelassen werden wollt auf einem Campingplatz, ja, kauft euch nicht diesen Anhänger hier. Denn das ist so atemberaubend, was wir gleich sehen werden. Langt der Platz hier, um es aufzubauen? Ja. Ja, der lang. Okay, so hier vorne, da ist ein Gastank. Hier haben wir nochmal die beiden Tanks. Das ist einmal Grauwasser, den schiebe ich hier auf der rechten Fahrzeugseite unter das Fahrzeug. Läuft das Abwasser rein, der blaue ist Frischwasser. Wie gesagt, der zieht sich über die Pumpe dann das Frischwasser in die Spüle und da kann man es dann benutzen. Machen die ganzen Engländer machen das mit diesen externen Tanks und der Pumpe? Ja. Gibt es in Deutschland gar nicht, ist da sehr verbreitet. Hier vorne ist Gas.
ja, Staukasten, kommt eine 2,7 Kilo Gasflasche noch rein. Läuft ja auch auf der rechten Fahrzeugspur, weil der kommt ja aus England. Ja, ich glaube, der läuft auf beiden, vorwärts und rückwärts. Nee, also sonst ist alles EU-Standard. Zugelassen. Ja. Also alles mit 100 km/h Paket für die hydraulischen Dämpfer etc. Das ist alles, alles genormt. Hier haben wir Anti-Schlingerkupplung, ist optional. Wir haben große Stützfüße, was tatsächlich bei dem Fahrzeug sehr sinnvoll ist, weil wir ziemlich große Hebelarme haben für die Bettflächen, dass er da vernünftig steht. Hast du schon ein paar verkauft? Ja, klar. So. Und Feedback? Ja, durchaus positiv. Also wir haben quasi, ich kann mich nicht ad hoc daran erinnern, dass wir irgendein Problem schon damit hatten. So, Opus R. Gibt es den auch nicht als R oder gibt es den nochmal als R? Gab es. Also es fing damit an, dass es, wie es so typischerweise damals gemacht wurde, mit Gestänge aufgebaut wurde. Aber soweit ich das überblicke, sind das so die ersten, die diese Technologie für einen ganzen Anhänger benutzt haben. Vorzelt etc. gibt es ja jetzt auch mittlerweile viele. Man muss viel Luft haben, blasen können. Es gibt auch auf Wunsch eine Elektropumpe, oder? Ja. Also man muss es nicht mit dem Mund machen. Man kann, gibt eine Handpumpe und am besten aber die elektrische. Die ist hier dabei? Die ist dabei. So, dann, zeig mal, hier ist ein Türchen, was kann das? Genau, das kann sich öffnen. Erstmal sonst nichts. Das heißt, hier komme ich an die Hauptschalter ran. Das brauchen wir gleich, weil da der Kompressor auch drüber gesteuert wird, der das Ding innerhalb von kürzester Zeit komplett alleine aufbaut. Und das ist das Schöne an dem Ding. So, bitteschön, mach mal. Ja. Was ist zu tun? Ja, eigentlich nicht viel. Wir machen hier die Verschlüsse auf beiden Seiten natürlich. Ich befürchte, du hast es schon mal gemacht. Ja. So, Schluss auf. So, dann geht zuerst der vordere runter. Die kann man jetzt erstmal so hängen lassen. Da passiert nichts. Stützen raus, jetzt schon? Nee, braucht man nicht. Aber auch gar nicht? Nee, im Moment noch nicht. Also wenn man nachher das Bett betritt, klar. Aber jetzt hier für unsere Demo. So, jetzt machst du hier die Ventile zu? Genau, die hat man natürlich beim letzten Zusammenbau quasi geöffnet. Man muss auch nicht die Luft rausquetschen, wie man vielleicht vermuten würde, sondern das funktioniert aus irgendeinem Grunde quasi automatisch. Man klappt den zu, die Luft entweicht und verschließt die Deckel, fertig. Also ich muss da nicht raussaugen, die Luft? Nee, also gibt es auch gar kein System, gibt es ja bei manchen, die das dann quasi die Pumpe umkehren zum Vakuum. Das gibt es hier nicht, braucht man auch nicht. Das war's. Ich mache die 5. Wie viel sind's? Ja, genau. Es sind 5 auf der rechten Seite. Und dann müssen wir gleich mal rübergehen. Dann machen wir die Pumpe an. Die ist verhältnismäßig laut. Wie, das war's? Das heißt, nur zum Aufpumpen ist einmal laut. Das sollte ich vielleicht nicht nachts um 2 machen? Nee, das stimmt. So, dann schaltet man einmal. Jetzt geht das Licht übrigens schon an hier. Ja. Aber es geht aber, oder? Von der Lautstärke. Dann geht hier... wird das quasi einmal zentral angeschlossen. So, man sieht jetzt schon hier, wie es anfängt, sich aufzupumpen. Das dauert so circa 3 Minuten, 4 Minuten. Und in der Zwischenzeit kann man schon quasi die Deckel abstützen. Die was machen? Die? Diese Deckel, also die Schlafbereiche quasi abstützen, dass die nicht... Da sind Sicherungen, oder? Genau. Genau, Sicherungen. So. Ah, okay, dass wenn man drin schläft, dass sie nicht... Genau. Ja, die sind bis 250 Kilo belastbar, jede Seite. Nee, das war Vorsprung. Achso, die halten in sich? Ja. Und nicht am Boden? Nee, genau. Also ich kann das Fahrzeug auch bewegen. Das ist ja auch der Riesenvorteil. Wenn ich mal irgendwie mich aus der Sonne, aus dem Wind, wie auch immer drehen muss oder will, dann habe ich kein Gestänge, was ich am Boden quasi erstmal lösen muss. Also es gibt natürlich auch. So, das heißt, während du das machst, wird hier schon aufgeblasen. Ja. 3 Minuten. Haben die Leute das wirklich früher mit einer Handpumpe gemacht? Nein, ganz früher haben die das, wie gesagt, mit Gestänge gemacht, als es die Technologie nicht gab. Aber es gibt für den Notfall gibt es eine Handpumpe, weil, was weiß ich, kein Strom, Batterie leer, wie auch immer. So, jetzt bin ich
ja schon fast hier. Ich glaube, ich bleibe mal in meinem Zelt, weil da passiert gleich was. Ich glaube, zum Schluss geht's schnell, oder? So, jetzt kommt das Zelt. Das heißt, du hast nichts, du musst nichts aufbauen, du musst keine Heringe, kein... Nein, das steht nachher völlig frei. Vorteil ist, selbst wenn starke Windböen kommen, weil die Frage kommt natürlich immer, wie ist es mit der Stabilität? Also selbst wenn es sich sehr neigen sollte aufgrund einer starken Böe, stellt es sich einfach wieder auf. Es verbiegt nichts. Es gibt nach. Stangen sortieren. Genau, es gibt einfach nur nach. Das kenne ich von den Thule Luftzelten. Genau, das ist genau das gleiche Prinzip. Ja. Es gibt natürlich auch einen kleinen Reparaturkit. Das sollte mal einer mutwillig da was kaputt machen, dass man das flicken kann. Aber die Fragen, die stellt man sich ja eigentlich auch nicht. Mhm. Ist aber noch nie passiert, dass du morgens aufwachst und das Zelt ist, deswegen sind ja 5 Kammern da. Ja, es sind viele, viele Kammern. Und wenn man dann das Vorzelt anbringt, das kann man dann mit dem Adapter an die zentrale Luftverteilung mit anschließen. Also man muss es nicht mal extra aufpumpen, das passiert alles. Krass. Da hat es so leichte Starthilfe gegeben, wie bei einer Geburt. Ja, je nachdem, wie der zusammengefaltet war, gibt man da ein bisschen mal den Schubs. Dann geht es natürlich auch schneller. Krass, vollautomatisch. Vollautomatisch, ja. So, und jetzt kommt der Rest. Jetzt poppt er da ab. Zack. Boah. Ja. Aber jetzt zum Schluss geht's schnell. Ja. Er schaltet sich eigentlich automatisch ab. Hat so einen Maximaldruck von 0,7 Bar. Das macht er automatisch. Und wenn ich es rausziehe, da ist ein Ventil drin. Das heißt, es kann nicht zurückströmen. Nein, da passiert gar nichts. Ich stelle einfach nur die Pumpe ab, kann man jetzt auch händisch machen, wenn man merkt, oh, das reicht mir. Aber er schaltet eben auch automatisch ab. Geile Stehhöhe, oder? Kathedrale. Das ist echt eine Kathedrale, das Ding. Ja. Du liegst nicht am Boden, das heißt, wenn es regnet und strömt, das spielt keine Rolle. Ja, das stimmt. Das ist der große Vorteil. Wenn es mal gerade laufen lässt, bis es abschaltet, ich will mal sehen. Was würde jetzt noch ein bisschen laufen? Würde noch laufen, ja. Aber der hört irgendwann auf. Ja, und in der Zwischenzeit kann man dann weiter abstützen. Man kann die Möbel sortieren. Mach mal. Die Sitzfläche aufbauen. Also Möbel sortieren. Die stehen jetzt hier rum. Das heißt, gedacht ist das jetzt nicht, um jeden Tag von A nach B zu fahren. Weil du brauchst so 10 Minuten brauchst du schon, bis er steht, oder? Aber was sind 10 Minuten? Ne? Also wir sind ja nicht in Eile. Also von daher... So, das sind die Möbel. Was ist hier? Spüle? Genau, wir haben Spüle und Kochfeld. Und dann haben wir hinten natürlich die Sitzgelegenheit. Wir haben eine Menge Stauraum, würde man von außen nicht vermuten. Ja, sie wird schon angestrengter. Wird schon schwächer. Ja, ja, angestrengter. Ne? So, jetzt wird sie langsam... Das ist die Pumpe. Und das ist schon stabil, oder? Das Luftzelt. Ja. Das ist nix. So, komm, wir machen mal aus. Ich glaube, dass er ausgeht. So, da ist er aus. So, das habe ich einmal für ein paar Minuten und das war's. Genau. Da vorne kommen uns seine Kollegen von Busbox. Hallo. Ja, ich habe schon gehört, ihr habt einen ganz tollen Pickup, eine Pickup-Kabine, glaube ich, dabei. So, die wir dann mal zeigen werden mit einem neuen Amarok. So. Aber die Fahrgestellnummer zukleben. Die müssen wir zukleben. Hallo? Ich kann ja keine Hand geben, leider. Ach so, aber du filmst schon. Ja, ich filme schon. Wir zeigen gerade diesen tollen Anhänger hier, wo gerade die Möbel sortiert werden. Seid einen weiten Weg gekommen. Es klingt schwäbisch. Wo kommt der her? Franken. Oberfranken. So, Bamberg, da war ich gestern, nee, da war ich am Freitag in Bamberg, ja. Also nicht in Frankenberg, Kälberberg war ich, wenn ihr das kennt. Das ist so eine Anhöhe über Franken, da wo der Funkturm steht, genau. Den kann man sehen. Und da haben wir übernachtet, haben wir was gezeigt und ja, Patrick ist ziemlich happy, denn da
das Ding ist ziemlich scharf. Da oben ist noch eine Lampe nicht angeschlossen. Guck mal, Patrick. Die kannst du einfach zusammenstecken und dann leuchtet sie schon. Ja, Dimbar, ne? Ganz wichtig. Und das hier ist Dimbar. Okay. Ja. Mach mal Vollgas. So, und jetzt hast du zwei Schlafplätze. Da habe ich zwei Schlafplätze. Ich habe hier zwei Schlafplätze. Also Kinder, Eltern, wie auch immer man sich aufteilen möchte. Also für mindestens vier, richtig? Ja, ja. Also für einen Zwei-Personen-Haushalt etwas überdimensioniert. Kann man natürlich machen. Was kommt hier in die Mitte? Da kommen zwei Ablagefächer rein. Man hat hier Platz für noch eine Mikrowelle. Wir haben hier, das ist übrigens der Thule-Träger. Wir haben hier eine 2 kW elektrische Heizung, ist standardmäßig dabei. Ist sie in einem Stück oder hat die 500 Watt, 1000 Watt? Die hat 1000 und 2000. 2000, okay, 1000, 2000. Das heißt, hier eine Toilette reinstellen. Ja, warte. Ich guck mal. Aber es ist ein Sommerfahrzeug. Das heißt, wenn du jetzt hier unterwegs bist, deswegen, du fährst ja nach Südfrankreich, baust das Ding auf, hast einen winzigen Anhänger hinter dir und bist quasi in einem riesen Liner mit einer Stehhöhe, die du in keinem Liner hast. 260. Hast du 260, warte, ich gehe mal einen Schritt zurück. Was ich geil finde, ist ja hier die Sitzgruppe. Die standen ja immer, ich war dort immer auf dem Salon, im Caravan-Salon, da hatten die den aufgebaut, leicht erhöht, saßen drin und haben die Aufträge geschrieben. Bei jetzt braucht man das nicht mehr. Man kann es bei dir kaufen, bei Wheelhouse. Genau. Man muss nicht nach England. Hier habe ich nicht verstanden. Sind hier so Böden drin, Einlegeböden, die werden einfach nur reingelegt. Genau, hier siehst du ja die Haltebolzen. Da kommen zwei Böden rein und dann ist das eine durchgehende Arbeitsfläche. Eine Küche. Genau. Dann hast du da einen Tisch, der ist da noch verpackt. Mit dem Tischbein, dann kannst du die Sitzgruppe natürlich auch, indem du den Tisch unten hinlegst, auch nochmal für zwei Leute benutzen. Also voll familientauglich. Ne? Du kannst wirklich mit vier, sechs Leuten da sitzen. Man kann hier noch ein Bett bauen, ne? Ja, genau. Hier könnte man noch eins bauen, wenn man das denn will. So, ich setze mich mal dahin und du kommst mal bitte gegenüber. Nimm mal das, ob er nicht umkippt. Du bleibst da. Man sollte ihn jetzt mit den Kurbelstützen einmal abstützen. So, haben wir jetzt nicht gemacht, weil du hast mich so komisch angeguckt, wahrscheinlich mein Gewicht, aber du könntest dich aufs Bett mal setzen, oder? Das wird doch gehen. So, aufs Bett, der wird jetzt nicht umkippen, dass du da bist. Das Bett, Bettmaße? Ja, also das ist so ein bisschen die Einschränkung bei dem Fahrzeug. Also man hat quasi eine Bettlänge, es ist ja ein Querschläfer, von etwas über 1,90. Dann hast du natürlich hier noch ein bisschen Tuch und so. Also ich sag mal, bis 1,80 würde ich sagen, ist es okay. Darüber hinaus muss jeder dann gucken, ob er damit klarkommt. Aber das ist natürlich der Gesamtfahrzeugbreite geschuldet. Es ist ja so, oft ist ja so ein Fahrzeug durchaus für zwei oder drei Personen im Einsatz. Oder es hat vorne, wird noch von einem Bus gezogen. Die Kinder sind hinten drin oder die Erwachsenen, die Kinder schlafen im Bus. Das ist so ein typischer Einsatz. Die Leute, die das gekauft haben, das ist ja sehr erklärungsbedürftig, das Produkt, weil es so unglaublich anders ist. Ja, also ich sag mal so, klar, man muss eine vernünftige Einweisung machen, da führt kein Weg dran vorbei. Gibt auch die eine oder andere Frage dann später nochmal. Aber vom Prinzip her, wenn man weiß, wie es sich aufpumpt, worauf man achten muss, dann ist das eigentlich schnell gemacht. Also man muss jetzt keine Bedienungsanleitung groß lesen. Das ist ein extrem windschlüpfriges Gerät, was ich, ohne dass ich jetzt irgendwelche Räume anmieten muss, einfach unterbringen kann. Braucht wenig Platz, auch im Winter? Ja klar, kannst du überall von den Außenmaßen, ab Höhe, Breite, Länge, passt auf jeden normalen Pkw-Stellplatz, in jede Garage, Tiefgarage, überhaupt kein Problem. Also Preis, was kostet er? Also er geht los mit dem Euro-Paket, das heißt alles das, was ich auch für die 100 km/h Zulassung und so brauche, bei 26 und ein bisschen. Realistisch mit ein paar vernünftigen Optionen. Überführungskosten aus England sind leider auch nicht günstig. Also man sollte so 30, 31 sollte man rechnen. Dafür kann ich aber mit vier Personen richtig Urlaub machen. Wenn ich so ein Wohnmobil berechnen würde, also es ist eine eigene Klasse. Du hast also keinen riesen Wohnwagen, du hast einen Anhänger, der sehr flach ist, auf den ich alle Fahrräder packen kann mit allem drum und dran. Du hast auf jeden Fall Spaß auf dem Campingplatz, denn du wirst viele Leute kriegen, die fragen, was das ist, oder? Ja, absolut. Also wo ich den großen Vorteil sehe,
viele Kinder lieben halt das Zeltfeeling, ein bisschen Abenteuer. Du kannst alles, was du an Fahrrädern, Sportgeräten hast, einfach auch mitnehmen, ohne dass es dich hier irgendwie einschränkt. Also von daher, also mir ist kein Caravan bekannt, der im Packmaß so klein ist und am Ende so viel bietet. Was ist hier drin, hier drunter? Klo? Da, ja, da kannst du Schauraum, kannst du Porta-Potti reinstellen, genau. Also was immer du möchtest. Und wir haben natürlich unter jedem Fach hier ist Stauraum. Wir haben hier unter der, ja, also wir haben hier einmal Stauraum. Ups. Wir haben hier eine Schublade. Da Stauraum. Und dann haben wir natürlich unter jedem Sitzplatz auch nochmal rundherum Platz. Also der, da kann ich jetzt Sachen einladen, die ich brauche fürs Camping. Ja, also du musst natürlich wissen, ob du nach dem Zusammenbau da noch rankommen willst. Das, wenn ich jetzt weiß, ich fahre nach Südfrankreich. Das Geile ist ja, dass du auch garantiert einen kleinen Platz kriegst. Ja. Das ist ja oft das Problem, du kriegst keine Plätze, weil mein Auto zu breit ist, zu lang. Und den hier kannst du an die Stelle schieben, wo ich ihn gerne hätte. Ja. Und dann kriegst du deinen Platz. Komm, komm, wir gehen mal raus. Du kriegst ihn sogar tatsächlich mit Mover. Ja, mit Mover. Kommt auch ab und an mal, ja. Ja, er ist natürlich auch dann bepackt, wenn du den dann bis 1500 Kilo zugelassen hast, wiegt der schon. Ne? Also als Option machbar. Wir haben ihn allerdings noch nie mit Mover verkauft. So, komm, wir zeigen mal. Das ist ja jetzt komplett aufgebaut. Wenn du mal bitte die Ventile mal rauslässt, mal gucken, was passiert. Also total unscheinbar. Das sind übrigens die Stützen, die fährt man einfach raus und danach könnten wir uns auch frei bewegen. Genau. Okay. Verstanden. Ach, er hat nur ein Rad, deswegen. Ja. Jetzt habe ich es. Er stand nur vorne auf der Stütz. Ja. Und nicht, dass er jetzt nach hinten kippt und wir beide. Ja. So, hallo. So, drehst es raus und jetzt. Ja, das machst du bei allen? Erst die Möbel nach unten stellen, aber das können wir später machen. Muss man einmal die Größe schneiden. Krass. Und das geht so schnell? Wir können ihn natürlich jetzt nicht zusammenklappen, weil die Möbel jetzt oben stehen. Ja. Aber es geht schnell. Ja. Und das System ist echt gut. Also ich kenne das ja so oder so ähnlich, gibt es ja von vielen Anbietern. Ja. Hat sich bewährt. Haltbarkeit, was denkst du von den Kunststoffen und den Schläuchen? Also diese Stoffe heutzutage sind ja so gut. Also ich gehe mal von, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren aus. Weil das Ding steht ja nicht dauerhaft im UV-Licht. Mhm. Also steht das im ausdünstet. Ja, also ich glaube, dass das sehr, sehr lange hält. So ist es. Ja, die Firma gibt es schon lange, oder? Opus? Ja, also ich meine, dass das so, weiß ich, 20 Jahre sind. Die werden ja auch weltweit verkauft, von Australien, Nordamerika, überall kriegt man die. Die sehen ein bisschen anders aus. Australien natürlich sehr Offroad-lastig. Gibt es auch in Deutschland zu kaufen als Offroader mit einer zusätzlichen Ausziehküche, die dann quasi unter die Sitzbank einfährt. Da muss man gucken, kostet mehr, man verliert Stauraum, ob einem das den Mehrpreis wert ist. Aber es gibt einfach verschiedene Optionen. Ja, sind bei Wheelhouse. Kann man sich den hier anschauen bei dir? Klar. So, ja. Da ist er. Der stand jetzt unten sogar in der Tiefgarage. Der ist tiefgaragentauglich, das finde ich geil. Ja, das ist gut. Und ja, das Ganze, klar, wenn jetzt Leute wieder schimpfen und sagen, was, so viel Geld, dafür kriege ich ja schon einen Weinsberg, schlag mich tot. Aber es ist was anderes. Das ist einfach was anderes, ja. Entweder will ich so ein Konzept. Also das, man muss ja unterscheiden, will ich Zeltfeeling, das muss natürlich mal vorausgesetzt sein. Also die Leute, die wir bislang hatten, die den gekauft haben, kamen vom normalen Zelten, die kamen nicht von einem Wohnwagen. Und bislang waren auch alles Pärchen mit Kindern. Also als Paar, weiß ich nicht, ist vielleicht ein bisschen überdimensioniert, kann man machen. Aber das ist so ein typischer, guter, cooler Familie. Weißt du, was ich cool finde? Du hast was nicht alle haben. Und, ja. Und du bist natürlich auf einer Fahrt nach Südfrankreich. Du musst nicht deinen Wohnwagen da unten irgendwo abstellen lassen durch einen Service. Du kannst ihn einfach mitnehmen, weil er eben so handlich ist. Ja. Wie ist der denn jetzt in der Praxis? Er fährt sich gut, oder? Er läuft einfach hinterher. Du nicht. Und du hast, also was viele ja, gerade wenn sie anfangen, Anhänger zu fahren, wo vorher viele Befürchtungen haben, ist, dass sie beim Rangieren nach hinten nicht sehen. Ja. Und der ist natürlich unterhalb, ja, du guckst voll rüber, du siehst den Anhänger eigentlich. Ich habe eine geile Funkkamera, die ist so geil, muss nichts machen.
Akku hält ein Dreivierteljahr. Lädst du einmal auf, machst hinten einfach dran klemmen, vorne Ding dran, Installationszeit 3 Minuten, keine Bildstörung, geht naja, überall. Heute geht das alles. Geht das alles. Also kauft euch das Ding, habe ich mir direkt gekauft, weil ist billiger wie einmal anrempeln. Das ist wohl wahr, ja. So, Patrick Nüsken, wir sind in Hamburg-Lockstedt auf der Rückseite vom BMW. Für die Leute, die sich auskennen, das Ganze bei Wheelhouse. Wenn ihr in den Handwerkerpark hier reinfahrt, der hat auch einen Namen, der heißt Meistermeile. Ja, in Hamburg heißt das Meistermeile. Meistermeile. Es sind viele Handwerker. Ja. Ganz praktisch, wenn du mal einen brauchst, er ist um die Ecke. Ja, das ist in der Tat so. Wir haben hier alles. Aufbereiter, Sattler, Schreiner. Schreiner, alles. Ja. Ja, Wheelhouse. Heute ist der 15. Mai 2023. Komm, wir gehen mal zu unseren fränkischen Kollegen. Busbox. Ja. Die machen gute Sachen. Ja. Die gibt es ja schon lange, die Busbox, im Zubehör für alle T6en, die so auf dem Markt sind. Und haben jetzt unter einem Brand Vanext sowohl eine Pickup-Linie als auch Busse im Angebot. Und die sind hier, ihr seid mit 10 Leuten hergekommen, oder? Ja, zu dritt. Zu dritt. Wie lang seid ihr gefahren? 5,5 Stunden. 5,5 Stunden. Ja, ich bin 7 Stunden gefahren, also von Saarbrücken, ihr habt es etwas näher. Ja, den Herrgott muss man danken. Für Oberfranken. Für Oberfranken, okay. Ja, ich komme aus Hamburg. Echt? Du kommst aus Hamburg? Nein, ursprünglich, ja. Ursprünglich. Was ist dein Bier da unten? Es hört kein Franke gerne Erdinger. Erdinger, Weißbier. Und du bist aber aus Franken? Ich komme aus Höchstadt her. Okay. Das ist zwischen Erlangen und Bamberg. Bamberg, okay. Also meine Frau kommt aus Lichtenfels. Ah ja, okay. Was, ob du das kennst, so eine Korbstadt? Kenn ich gar nicht. Und du bist ja? Ich bin der Toddy. Ich komme aus Hamburg tatsächlich. Ja, man hört's. Vertrete die Busbox hier in Hamburg. Sehr cool. Ja, und das Fahrzeug ist schon hier, was ihr zeigen wollt? Ja. Da hinten steht's, aber wir zeigen es noch nicht. Nee, genau. Wir werden es erst noch sauber machen, glaube ich. Genau. Ihr wollt es noch reinigen. Ja. Aber es ist wirklich eine Sensation, denn es passt auf einen kurzen Pickup, auf eine kurze Pickup-Ladefläche. Da musst du mal den Benni fragen, weil der ist der Entwickler, genau. So, das Problem war ja immer, ich habe ja zuletzt auch einen aus der Türkei gehabt, ja, der war ganz nett. Das passt auch alles so, aber ihr habt einen Raum da reingeschaffen. Genau. Glaube ich, das ist so einmalig. Normalerweise brauchst du dann eine längere Ladefläche, um diesen Raum zu generieren, oder? Richtig, also es geht auf den 1,5-Kabine und Doppelkabine. Du hast 2 Meter unten Platz für die Ladefläche. Funktioniert top. Und der kippt nicht um im Offroad? Nein. Okay, ich bin mal gespannt. Vanext heißt das Ganze. Gibt es ein eigenes Video zu. Bis gleich. Tschüss.